Morgen gibt's guten zum Tag, Müller. Entschuldigen Sie, bin ich hier richtig wegen Erstattung einer Anzeige? Ja, goldrichtig. Mein Kollege freut sich über jede kleine Anzeige, wenn es dann übergehen würden. Bitte. Danke. Guten Tag. Breitle. Otto Breitle ist mein Name, wohnhaft in Flüssen im Allgäu. Grüß Gott, Herr Breitle, mein Name ist Kettwig. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was kann ich für Sie tun? Weniger für mich als für den armen Chinggis Khan müssen Sie etwas tun, Herr Kommissar. Chinggis Khan? Ist das ein Spitzname, oder? Ach, durchaus nicht. Der arme Hund heißt wirklich so. Ich möchte aber etwas Grundsätzliches vorausschicken. Ich habe die Menschen kennengelernt. Ich bin nämlich Vertreter und als solcher macht man seine Erfahrungen. Umso mehr habe ich mir ein Gefühl für Freud und Leid der stummen Kreatur bewahrt. Ja, das ehrt Sie, Herr Breitle. Und Sie sind nun gewissermaßen als Sprachrohr dieser stummen Kreatur, als Anwalt der Gerechtigkeit zu uns gekommen. Ist das richtig? Ja. Ist mir eine Ehre und eine Gewissenspflicht. Ich besuchte nämlich kürzlich... nach einem aufreibenden, wie verkaufsmäßig aufregenden Tag, glaubte ich mir das leisten zu können, das Nachtlokal Taifun in der Bahnhofstraße. In der Nightshow war der bereits erwähnte Hund angekündigt. Anfangs glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen, was ich dort sah, aber es war erschreckende Wirklichkeit. Was dieses arme, hilflose Wesen dort an sogenannten Kunststöckchen vollziehen musste, das muss doch jeden aufrichtigen Tierfreund mit Abscheu erfüllen. Das ist doch Tierquälerei, Herr Kommissar. Also ich möchte Ihrem König der Magie nicht allzu nahe treten, aber wann kommt eigentlich nur die Hauptattraktion? Dieses Wundertier, der Chinggis Khan. Der hysterische Köter? Ach du lieber Himmel, der war im vorigen Programm. Aha. Der jault schon längst den Posemuckel oder wo weiß ich. So, na, da fällt mir ein Stein vom Herzen, dann möchte ich zahlen, bitte. Sie wollen doch nicht schon gehen. Doch, doch. Dabei hätte ich gewettet, dass Sie die ganze Zeit nur hier rumhängen, um sich die Vorfreude zu verlängern. Vorfreude? Wieso, worauf? Ja, das ist natürlich der letzte Käse, wissen wir selbst. Mumpitz für Gastarbeiter. Provinzonkels. Aber hinten, im Auge des Taifuns, wo nach dem Sprichwort angeblich Ruhe herrscht, bei uns dagegen rauscht es im Karton. Allala. Mhm. Kleine nicht super? Heißt Zeit Schein. Das ist wirklich sehr niedlich. Aus Bangkok. Die Verlobte von unserem Chef. Aber das braucht man nicht so genau zu nehmen. Zeit Schein ist sehr anschmiegsam und zärtlich. Sie liest ihren Freunden jeden Wunsch von den Augen ab. Was möchten Sie trinken? Darf ich Ihnen einen Cocktail Zeit Schein empfehlen? Ja, gern. Sensationell. Hat mir gut gefallen. Obwohl ich eigentlich aus einem ganz anderen Grund hierher gekommen bin. Ach, Sie sprechen nicht Deutsch. Englisch. Französisch. Nur drei Wörter Deutsch. Ach. Nur 500 Mark. Woher haben Sie das eigentlich? Ja. Zetscha, es tut mir leid. Ich muss gehen. Aber Ihr Tanz hat mir sehr gut gefallen. Wiederschauen. Schnellen Truppe. Oder etwa außer Spesen nichts gewesen? Ich hätte gar nicht euch noch.
Der Mann da hinter der Theke, ist das Ihr Chef? Sieht man das nicht? Das ist Herr Wiesner. Herr Wiesner? Das ist interessant, danke schön. Stimmt so. Danke. Herr Wiesner, guten Abend. Ich habe so viel von diesem Hund gehört, diesem Genghis Khan. Besteht die Chance, dass der nochmal hier bei Ihnen auftritt? Der? Also hören Sie mir auf mit dem. Nichts wie Ärger habe ich mit dem Vieh gehabt. Das ist nicht mehr im Programm. Schade. Wirklich sehr schade. Aber schauen Sie mich so an. Bin ich ein Raumschiff oder was ist? Nein, Sie kamen mir nur so bekannt vor. Ich hätte schwören können, ich habe Sie schon mal gesehen. Entschuldigung, Wiederschauen. Soweit der gestrige Abend. Angesichts dieser Sachlage wird es dich wohl nicht wundern, wenn sich der Kommissar Kettwig mal des dubiosen Herrn Wiesner annimmt, an dem sich der Kommissar Froschel vergeblich die Zähne ausgebissen hat. Etwas dagegen, mein lieber kleiner Toni? Nein, gar nichts. Danke. Schön. Aber was heißt der Zähne ausgebissen? Diesem schmutzigen Typen haben wir halt bis jetzt nichts Rechtes nachweisen können. Nicht, dass er mit der Heimleiterin von dem Seniorenheim unter einer Decke steckt und was anderes anliegt. Ja, deswegen wird es eben höchste Zeit, dass wir ihm etwas nachweisen. Die blauen Flecken, mit denen sie übersät ist, wie du das ausdrückst, ja, die werden unserem Haftrichter nicht reichen als Beweis. So. Und dass der Wiesner seine Braut zum Anschaffen zwingt mit Gewalt, ist nicht erwiesen. Das müsste sich erst rausstellen. Soll ich dir mal was sagen, du? So. Du bist sauer, dass du den Wiesner nicht geschafft hast, stimmt's? Stimmt das mit dem Zucker? Nein, brauchen wir nicht. Aber darf ich vielleicht einmal sagen, was ich für ein Gefühl habe, Heiner? Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ich habe das Gefühl, die Begeisterung, mit der du jetzt plötzlich so aus heiterem Himmel Jagd auf diesen Wiesner machst, nicht allein aus kriminalistischen Motiven kommt. Sondern? Oh, schon mehr aus männlichen. Oh, komm, komm, komm. Heinerle, komm, komm, ist doch blöd. Die hat's doch erwischt, schau. Mich doch. Dieses kleine, gefangene Tierchen, das dir so flehende Blicke nachgeschickt hat, bis du standhaft gegangen bist. Ja, mein? Ein Teil. Ah, Tagchen. Ist kurz erwiesen. Na, schon wieder auf der Matte? Ja. Mein Anton hat mir nämlich erzählt, dass sie letzte Nacht der schönen Seidscheine, wie sagt man, einen Korb gegeben haben. Ja, Gott, naja, das kam ein bisschen überraschend, wissen Sie. Und 500 Mark, die hat man ja nur nicht immer bei sich, nicht? Wem sagen Sie das, guter Mann? Ja. Aber inzwischen haben Sie es ja offenbar wieder anders überlegt. Nur tagsüber können Sie direkt zu ihr hoch, Vordereingang, zweiter Stock. Nein, nein. Aber bitte. Nein, entschuldigen Sie, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich, hoffentlich kein Rabatt, ne? Nein, bitte, bitte setzen Sie sich. Oh, danke sehr, liebenswürdig. Oh. Geht schon. Also, um ganz ehrlich zu sein, Herr Wiesner, ich finde die kleine Seidschei ganz bezaubernd. Aber wie ich von Ihrem Kellner Anton gehört habe, sind Sie ja doch mit ihr verlobt. Ah, Skrupel, ne? Bisschen verklemmt, was? Ja, das stimmt schon. Es ist sie wirklich, meine zauberhafte kleine Braut. Wir wollen auch bald heiraten. Wahrscheinlich wird sie mich zum glücklichsten Ehemann der Welt machen. Aber davon kann man doch mal abstrahieren, ne? Ja, ja. Entschuldigen Sie, wie ist sie eigentlich überhaupt nach Deutschland gekommen? Mitgebracht. Ein paar Jahre in Thailand unten eine Bar gehabt. Eines Tages trifft man sich, die große Liebe, bei beiden wohlgemerkt. Voilà, jetzt ist sie hier. Und das macht Ihnen so gar nichts aus, wenn Sie dauernd mit anderen... Also, Sie sind wirklich ein Goliath, kleiner Spießer. Mit Sascha ins Bett zu gehen, dazu haben Sie nicht den Mumm. Aber Ihre Fantasie, die schnüffelt, schlägt Purzelbäume, möchte am liebsten alles ganz genau wissen. Herr Wiesner, bitte, ich wollte Sie doch nur nicht verletzen. Verletzen? Also da kann ich Sie absolut beruhigen. Ob Sie es glauben oder nicht, aber es bereitet Sascha sogar unheimlichen Spaß. Ein bisschen von der verfeinerten erotischen Kultur ihrer Heimat in unseren muffigen, rohen Landen zu verbreiten. Ah ja. Ja, sie betrachtet es gewissermaßen als ihre Mission. Verstehen Sie? Tag. Guten Tag. Ich möchte zu Fräulein Seidschei. Beim. Zweiter Stock, Apartment 19. Danke. Und wohl bekommst du, Herr. Hallo.
Danke. Whisky? Oh ja, danke, gern. Seid Schei. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich war auf dem thailändischen Konsulat und habe sie mir in ihre Sprache übersetzen lassen, weil mich ihr Schicksal interessiert. Sachai, wohnen Sie freiwillig in diesem Haus? Tun Sie das, was Sie hier tun, freiwillig? Werden Sie von irgendjemandem geschlagen? Lieben Sie Herrn Wiesner? Und stimmt es, dass Sie heiraten wollen? Kann ich bitte mal Ihren Pass sehen? Chai Chai, hat man Ihnen den Pass weggenommen? Herr Wiesner, ja? Hat Ihnen den Pass weggenommen? Herr Wanninger, ich habe mir mal überlegt, wenn wir die Salchai in unsere Gewalt bringen könnten, vorübergehen. Ich meine, wenn wir sie Wiesners einfach entziehen könnten, vorübergehen, damit wäre eigentlich vielen geholfen, finden Sie nicht? Ja, wieso denn? Ja, ich meine, damit wäre eigentlich allen geholfen. Erstens ihr selbst, zweitens uns. Wir haben die ideale Kronzeugin, denn sie war das Opfer und ihre Aussage ist kaum zu widerlegen. Und drittens, Ihnen selbst. Sie haben doch immer gesagt, Sie brauchen eine Hilfe. Und der kleine Nebeneffekt, wenn man hier eine Putzfrau hätte, wäre doch gar nicht schlecht, wenn wir sie hier in Sicherheit bringen würden. Ja, selbst wenn das stimmt, was Sie da behaupten, dass der Fall Wiesner ein Fall von Freiheitsberaubung und von Nötigung zur Prostitution ist. Ja, ist es. Aber das Mädel entführen. Also ich muss schon sagen, Methoden sind das. Bei wem haben Sie das gelernt? Wanninger, ich will Sie nicht entführen, verstehen Sie? Ich will Sie retten. So, retten? Ja, retten. Du wirst hier gebraucht, Heiner. Ja, die Akten stapeln sich. Was? Eine wichtige Sache. Wegen dem Wiesner. Der Wanninger ist auch dabei. Interessant. Und mich braucht's wohl gar nicht, was? Nein, ist schon gut. Irgendwann sehen wir uns schon wieder. Nett haben Sie es hier. Nicht schlecht. Ja. Sag mal, do you nicht speak Deutsch? So ist recht. Englisch kannst du also auch nicht. Ja, das wäre eine saubere Unterhaltung. Du verstehst mich nicht und ich verstehe dich nicht. Was machen wir denn da? Ja, der Kettwig war doch da, gell? Kettwig? Ja, der Kettwig. Da ist er her. Der da, der war doch hier. Ja, mit dem hast du dich doch auch unterhalten. Na, und der kann doch bestimmt kein Thailändisch, oder? Und der Kettwig hat gesagt, wir müssen dir helfen. Verstehst? Help! Hilfe! Ja, verstehst du es nicht? Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Was wird denn das? Geh herauf. Das nützt doch bei mir nichts mehr. Nein, den lassen wir zu, gell? Also packen wir's. Da wär's spitzen. Na, schau her. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ja, hier ist Wanninger. Ja, es wäre soweit. In 30 Sekunden müsstet ihr da sein.
Mhm. Okay. Brauchst keine Angst haben. Putzel, wir holen dich doch raus. Verstehst? Was soll der Türke? Sind die verrückt geworden? Sie sind besser ganz, ganz leise, ja? In Ihrem eigenen Interesse. Dankeschön, Merl, aber davon habe ich als Kind schon immer geträumt, dass ich einmal die Feuerwehr bestellen darf. Keine Angst, Könchen. Naja, was hätte ich denn auch machen sollen, wenn sogar schon die Polizei Feuer und Flamme ist? Herr Manninger, ich glaube, es ist wohl langsam höchste Zeit, dass wir Sie informieren, in welcher Situation Sie sich befinden. Ja, kennen Sie denn die Sprache? Darf ich mal telefonieren? Ja, bitteschön, gern. Vielen Dank. Es wird alles okay. Ja, thailändisches Konsulat. Ja, mein Name ist Kettwig, Kriminalpolizei. Herr Von Tong, bitte. Wir sind verabredet. Ja, ich warte. Keine Angst, Marcel, es passiert ja schon nichts bei uns. Herr Von Tong, ja, grüß Gott, hier ist Kettwig. Ja, es hat alles geklappt. Herr Von Tong, ich denke, Sie bleibt besser bei uns, bis wir den Fall zum Abschluss gebracht haben. Ich habe nur eine Bitte. Würden Sie wohl mal Fräulein Seitschei sagen, was hier mit ihr geschieht? Ja, danke schön. Sagen Sie mal, Herr Kettwig. Ist es nicht eigentlich streng verboten, dass man eine Haushaltshilfe so ganz ohne Papiere und Sozialversicherung bei sich einstellt? Ach so, ja, da bin ich eigentlich überfragt, aber kurzfristig. Schaut, okay. Ja, ja. Außerdem fürchte ich, der Herr Bräutigam wird sehr bald zum Gegenschlag ausholen. Ich meine, er muss den entflohenen Paradiesvogel unbedingt wieder einfangen, bevor Sie singen. Sie ist immerhin unsere Kronzeugin. Was Neues? Bleib auf deinem Posten. Wenn du eine Gelegenheit siehst, ruf mich an. Ha, ha, ha.
So ein bildsauberes Mädel und so eine blitzsaubere Wohnung. Ja. Da tät ich's noch lang aushalten. Das glaube ich. Falls es Sie interessiert, der Geodät ist immer noch draußen. So. Mhm. Seid schei, you are the number one. Gell? Von der Küche, da täten Sie sogar den Bambus roh essen. Wanninger, der Geodät, der war zwischenzeitlich kurz weg, hat sich wahrscheinlich ein Bier geholt, aber jetzt ist er wieder auf seinem Posten. Ja, ich glaube, dem missratenen Landvermesser da draußen müssen wir doch einmal eine echte Chance geben. Ja, ich glaube auch. Ja, aber nach dem Essen, gell? Alles zu seiner Zeit. Hm. Ja, das tut mir leid, aber ich muss jetzt unbedingt zu meinem Bruder nach Gattingen lassen. Also, bleib schön brav. Ich komme ja bald wieder. Ich fahre mit der S-Bahn, da geht's viel schneller wie mit dem Auto. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bin's. Ja, die Luft ist rein. Wanninger ist weg. Nein, ich habe ihn selbst gesehen und ich habe auch gehört, wie er gesagt hat, er fährt mit dem Zug weg. Ja. Ja, sicher. Okay, tschüss. Was ist denn hier los? Stehen bleiben, Hände hoch, Beine! Okay, Herr Wiesner, sind doch wenigstens Sie vernünftig. So geht's doch nicht. Herr Wiesner, das bringt doch nichts. Wo wollen Sie denn hin mit ihr? Halten Sie das Maul, Sie heimtückischer Hund, Sie. Komm, mein Junge. Ja. Na, Brüli, komm. Zum Schlafen hast du lange Zeit. Bitte, Herr Kollege. So, hängst zusammen, die zwei. Ja. Ja, wie kommst denn du überhaupt da her? Ich lass mir doch vom Kettwig nicht ungestraft sagen, dass ich mit den zwei nicht fertig wäre. Polizeifahrzeug war kein Storno, aber ich halt den Kombi genommen, so als blinder Passagier. Eigentlich ist nur schade, dass wieder mal eine deutsch-thailändische Verlobung im Eimer ist. Ja, die 6 bis 8 Jahre wird das Puzzle bestimmt nicht auf ihn warten. Du sag einmal. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben, was der da macht? Ja, mei. Okay.